Achso, Ausdauer. Und ich möchte was essen. Was ist denn hier? Preiselbeeren. Ich will hier ein Lagerfeuer haben. Kochen. Dann kochen wir jetzt eben fix das ganze Fleisch. Ah, das ist ein Siebenfleisch. Also ein Hirsch-Siebenfleisch gibt es schon mal ganz gut. Das tut den Effekt der Jagd, also die so also ein bisschen wieder wettmachen. So, wo rennst du jetzt rum? Da irgendwo. Quasi auf ihn drauf. Da. So, du Nichtsnutz, hier ist das Fleisch gebraten. Danke, ich werde es gleich abliefern. Warte einen Moment, hast du heute schon gegessen? Mach dir keine Sorge um mich, seit meine Eltern gestorben sind, war es nie anders und ich habe mich daran gewöhnt. Ich schaffe die ganze 2 Tage ohne zu essen. Weißt du, Kenju sagt, das zeigt Disziplin. Er sagt was? Kenju nutzt dich aus, ist das Fleisch, du hast es nötig. Siehst du, ich bin... doch, er hat ja niemals gedacht, mit Kenju das Fleisch. Du hast es nötig. Er sagt. Vielleicht hast du recht, ich habe mich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt. So. Also verhungern lassen will ich ihn jetzt auch nicht. Und ehrlicherweise, wenn er 2 Tage lang nichts isst, dann... ist das Fleisch besser für ihn. Egal, was er mir jetzt sagt. Kikumatsu hat was erjagt. Woher willst du das wissen? Wo ist das Fleisch? Ich habe gesagt, er soll es essen. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie hungrig er war? Das ist sein Problem, nicht meins. Seine Eltern sind tot und die kleine Rotznase muss lernen, alleine klarzukommen. Er ist doch ein Kind. Du bist für ihn verantwortlich. Oha. Der abgerissene Flüchtling will mir erzählen, wie ich meine Schüler behandelt habe. Besten Dank für die Lehrstunde. Ich komme gut ohne sie klar. Ich weiß, was hier vor sich geht. Du gibst dich als wirst du was Besseres, weil du hoffst, dass die anderen sich davon eindrucken lassen. Fürsorglich und barmherzig bist. Na, dann mal viel Glück damit. Manche kaufen dir den Mist so bestimmt sogar ab. Aber ich höre euch schaudig. Hau ab, bevor ich wütend werde. Ich hör auf, dich hier herumzuschnüffeln. Wenn ich sehe, dass du dir einen solchen einen soliden Außenposten wie meiner errichtest, kannst du was erleben. Ich würde jetzt gerne gehen, aber du stehst mir schon wieder im Weg. Keine Sorge, ich baue keinen soliden Außenposten, ich baue ein ganzes Dorf. Nur um dich zu ärgern. Oh, hallo Hasen. Wie sieht das eigentlich aus? Einfach Bauwerke. Kistenfalle für Hasen. Können wir uns leisten. Ich weiß noch nicht, was man jetzt mit der Kistenfalle machen muss, aber... naja, mal gucken, was passiert. Ich habe sie ja absichtlich am Rand gebaut, da wo die Hasen jetzt gerade rangelaufen sind, weil ich hoffe, dass die Hasen einfach in der Nähe sind und dann irgendwann reinrennen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich sie so wiederfinde.
Vor allem hoffe ich, dass ich sie wiederfinde. Toshishimo? Halt, ich kann hier nochmal ganz kurz. Falscher Gegenstand für dieses Lager, okay. Was kann man überhaupt in dieses Lager reintun? Ah, Steine. Ach, du bist Akku. Ah, wie geht's dir? Das Leben ist nicht schlecht, gar nicht so schlecht. Ich hätte gar nicht erwartet, dass es haben zu können. Das ist wirklich so. Ach, fein, fein. Dann kannst du ja weiter sammeln. Aber er hat schon ein bisschen recht. Wir sehen schon ein bisschen abgeranzt aus. Aber beurteilt einfach nur anhand des Äußeren. Ich habe dir Nachbarn geholfen. Ich weiß, dein Name ist in aller Munde. Ich habe der Mikro Kiome geholfen. Hast du von ihr gehört? Kiome hat allen erzählt, wie du die Schreinkröte geehrt hast. Es war nur gekochtes Ei, kein großes Opfer. Es war mehr, als die meisten hier tun würden. Manche haben sich sogar dafür geschämt, wie sehr sie ihn nachher vernachlässigt haben, als sie von dir gehört haben. Ich denke, der Schrein wird von nun an mehr Besucher bekommen. Ich habe Kengyu begegnet. Hat er was erwähnt? Nun, er wird erstmal nicht gut auf dich zu sprechen sein, aber alle anderen sind der Meinung, es war mutig von dir, für die Jungen einzusetzen. Er war hungrig und hatte Angst, ich muss ihm einfach helfen. Manche würden sagen, du warst ungerecht Kengyu gegenüber, aber ich sage, der alte Narr hat es verdient, entschuldige die Ausdrucksweise. Hat Matsumaru irgendwas erwähnt? Ja, die Sache mit dem alten Hikobai. Matsumaru ist ein ziemliches Plappermaul. Er hat allen erzählt, was du getan hast. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das richtig getan habe. Und du hast die Schmerzen des Alten gelindert, um ihm erleichtert zu gehen. Das ist die schwierigste Form der Gnade. Die Leute hier werden sich daran erinnern. Es war eine schwere Entscheidung, aber du hattest den Mut, sie zu treffen. Das ist es, was dein Anführer ausmacht. Denkst du, ich kann mich immer noch auf die Unterstützung der Leute hier verlassen? Ja, das denke ich. Ich kenne sogar jemanden, der sich gerne in dein Dorf anschließen will. Ja, wen? Meine Schwester, Sayumi. Sie ist von deinen Plänen begeistert. Das alte Sosogi hat ihr viel bedeutet. Sie wünscht sich, es wieder auferstehen zu lassen. Sprich mit ihr. Hoffentlich könntest du das als ein Anfang für unseren Sosogi sagen. Ja, dann, Sayuri. Eigentlich könnte ich mal. Ah, Holzkohle und Stöcke kriegen wir hier raus. Ich wollte es mal ausprobieren. Sayuri. Sayuri. Toshishi meinte, es gäbe etwas, bei dem ich dir helfen könnte. In der Tat, ich habe gesehen, was du in der Lage bist. Du könntest das Dorf wieder zu dem machen, was es einst gewesen ist. Wir sollten zusammenarbeiten. Was meinst du damit? Ich habe ein paar Ideen. Zum Beispiel gab es hier einmal eine Brücke, viel genutzt von Reisenden und fahrenden Händlern, die uns besuchen kamen. Als Sosogi niedergebrannt wurde, wollte die Shogodai-Armee uns erschweren, je zurückzukehren. Also zerstörten sie auch die Brücke. Eine solche Brücke könnte uns in Zukunft von Nutzen sein. Ganz genau, in dem Moment kommen nur Plünderer und Aasfresser in unser Dorf und diejenigen, die etwas an der Erinnerung haben. Außerdem hat sich mein Leben auf dieser Brücke verändert. Ich kann einfach nicht weit von diesem Ort entfernt sein. Vielleicht erzähle ich dir eines Tages davon. Ich kann die Brücke allein wieder aufbauen. Entschuldigung. Hör zu, wenn du dein Dorf ein Zuhause für mich hast, würde ich mich dir gerne anschließen. Ich werde tun, was nötig ist, damit die Menschen wieder in die Brücke kommen können, damit das Dorf wieder leben kann. Neues Bauwerk verfügbar. Spezialmittelwerkstatt. Wo bist denn du? Ein Bandit? Guten Tag, ist das ein Geigen hinter dir? Ja, natürlich. Bist du gekommen, um die Toten zu ehren?
Ich bin nicht sicher, wer wurde hier gehängt. Oh, du bist wohl ein Besucher von weit her. Willkommen. Das ist der Ort, an dem der berühmte Enjiro auf den Befehl des berühmten Shibaba den letzten Atemzug getan hat. Wofür war er berühmt? Er war der mutigste Mann in ganz Japan. Er war es, der den Anschluss zu einem Ikiga, einem Bündnis, das gegen Shibayama aufbegehrte und diese Provinz von seinem Joch befreite. Wer ist Shibayama? Er war ein Shugodai. Er verwaltete die Ländereien für den Fürsten. Doch dann brach der Krieg zwischen den Clans aus, nutzte die Unruhen aus und riss selbst die Macht an sich. Was war so schlecht am Shibayama? Nun, am Anfang dazu unterstützten wir ihn noch, hofften, er würde uns sich besser herausstellen als unsere armselige Beispiele eines Fürsten. Aber das war er nicht. Er besteuerte uns zu Tode. Die Leute litten Hunger und wurden krank. Wir wussten, dass etwas getan werden musste oder wir würden alle sterben. Wie lief der Aufstand ab? Der mutige Enjiro forderte uns dazu auf, uns mit in einem Iki zu vereinen und marschierte zu Shugodonos Anwesen, um eine Erlassung unserer Schulden aufzufordern. Bei der elende Shibayama-Dono wurde noch rot im Gesicht und Rauch kam ihm aus den Ohren. Er schickte Samurai, um uns zu zerstreuen. Wir kämpften tapfer, aber am Ende wurden wir überwältigt. War der Iki erfolgreich? Zunächst nicht. Der tugendhafte Enjiro wurde gehängt und Sosoki bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Der durchtriebene Shibayama hoffte, damit würde alles enden. Es macht uns nur wütender. Nur kurze Zeit später schickte uns der doppelzüngige Shibayama seine Truppen aus, um den Clankrieg zu führen. Wir nutzten die Gelegenheit und kurz darauf tanzten wir auf seiner blutigen Leiche. Ist Shibayama gestorben? Er beginnt Seppuku in seinem eigenen Haus, während es bereits in Flammen stand. Wenn du tiefer ins Tal reist, kannst du die Reste seines Hauses bewundern. Wenn du dort wahre Freiheit spüren willst, komm zu unserer Lage an den Meeresklippen. Wie heißt es? Enjiro Mura. Natürlich. Lass uns später weiterreden. Ich muss gehen. Okay. Und Sayuri will ein Haus. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche richtig gerade. Okay, die Richtung ist richtig. Wir müssen da hin, um zu unseren Bettchen zu kommen. Und dann brauchen wir ein neues Haus. Schon mal machen können. Wir können schon mal schauen, ob wir hier ein Gebäude, ein Gebäude, ein einfaches Gebäude hinstellen können. Ja? Anderes Objekt im Weg. Da. Dann kann man hinstellen. Okay. Die werden wir morgen wahrscheinlich sammeln. Wahrscheinlich bin ich wieder viel zu früh ins Bett. Ja, viel zu früh. Ein Baum. Guter Plan, nicht mitten in der Nacht im Dunkeln herumzurennen, dabei Bäume zu fällen. Das könnte wehtun. Aber ich finde es schön, dass man Akko gesehen hat, wie sie herumgedauert ist, während sie ihre Arbeit verrichtet hat. Das war hübsch zu sehen. Ja, Stahlspitzhacke. Das ist das Gesteinsvorkommen, okay. Jetzt sowas wie Taschen, aber ganz gut.
abnehmen. Die brauchen wir dann später fürs Dach. Büschel kann ich mitnehmen, weil wir, also wir brauchen auch Stöcker für die Wände. Na komm. Dann noch einen Stock. Und die dünnen Bäumchen lasse ich aber stehen. Brennholz ist zwar ganz nett, aber das braucht man gerade noch nicht. Auch sehr lustig, wie sich die brennende Fackel. Ah, ich brauche noch einen Stein. Die brennende Fackel wegnimmt. Oh, guck an, damit können wir fokussieren. Das ist sehr lustig. So. Da noch. Okay, wir sind voll. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Das Schöne ist, von unserem Nahrungsmittellager, das Dach ist recht hell. Das kann man auch im Dunkeln recht gut sehen. Jo. Wenn wir jetzt gerade Ausdauer regenerieren, interessiert es mich mal, ob wir vielleicht. Wir haben immer noch den Weg des Anführers 2 Basispunkte. Wir haben Krieger 0 Punkte. Beim Mönch haben wir immerhin den Nari-Schrein schon entdeckt. Aber wenn wir hier schon die Punkte haben, dann sollten wir es einfach mal nutzen. Würdenträger, deine Bemühungen und Respekt der Leute zahlt sich aus, nachdem du euch geholfen hast und die Lebenssituation verbessert hast, erwärmen sich auch Fremde gegenüber dir leichter. Die Ausgangshaltung der Leute, die gegenüber des Mies neutral statt misstrauisch. Kann ich das. Nein. Doch. Also, dafür musste ich halt einen von denen machen, das ist okay. Und Ausdauerverbrauch beim Werkzeuggebrauch. Spawnen wir auch mal. Ich glaube, hier kommt dann noch irgendwann mehr, wenn das Spiel soweit ist. Ach, wir haben auch 12 Millionen Bretter noch in der Tasche. Aber kein Hammer. Ich baue es jetzt einfach nur mal Standard wieder auf. Irgendwann werden wir garantiert auch personalisieren. Ich könnte was essen, dann geht meine Ausdauer wahrscheinlich wieder besser hoch. Ja. Voll im Magen regeneriert sich die Ausdauer. Das ist irgendein Grund schneller. Wer hätte das erwartet?